Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, es ist jetzt ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gezockt hatte. Ganze zwei Wochen, über zwei Wochen sogar, glaube ich, Gothic 3, über zwei Wochen. Da ich ja nicht zu Hause war, ich war nicht da. Ich war, sagen wir einfach, ich war weg. Ich weiß ja nicht, wie viel ich euch erzählt hatte schon bisher. Aber ich war zwei Wochen halt weg und jetzt muss ich erstmal hier wieder reinfinden. Zumindest weiß ich noch, dass WASD bewegen ist. So. Hier haben wir ein Lagerfeuer. Haben wir irgendwas zum Braten? Eigentlich. Ja, haben wir sogar. Tatsächlich. So. Ich muss wirklich erstmal wieder reinfinden. Was haben wir eigentlich das letzte Mal gemacht? So, gucken wir mal. Nee, hier haben wir auch auf jeden Fall noch einiges, was geskillt werden muss. Zauber haben wir hier, so, wir sind ja gerade, nee, hier nicht. Hier, Ben Arai müssten wir sein, glaube ich, oder? Ben Arai sind wir, okay. Da haben wir nur Kopfgeldjagd Hurit, aber Hurit, der ist ja jetzt erstmal noch Verbündeter. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir irgendwann gesagt hatten, weil uns, weil wir Lester verloren haben, dass mir dann mittlerweile irgendwie, glaube ich, alles egal geworden ist. Wir haben eine Paladin-Rüstung, sehe ich gerade. Kann ich irgendwie, wie drehe ich die Kamera nochmal? Ich würde die gerne mal von vorne sehen. Wird wohl nichts. Es wird aber auch dunkel. Ich glaube, wir gehen lieber vielleicht erstmal irgendwo pennen, wenn es dunkel wird. Es wird Nacht. Hier ist kein Bett. So, wir legen uns hier mal pennen. Die haben die schöneren Betten hier auch in Varrant. So, beziehungsweise noch mal gucken. Wir haben auf jeden Fall Ben Arai und Lago befreit. Haben wir Braga befreit? Hatten wir das? Weiß ich jetzt nicht. Ich gehe noch mal kurz vielleicht nach Braga und gucke mal. Wir wollten alles eigentlich befreien. Wir haben ja, was ich weiß ist, wir haben hier Adair ist ja befreit, Kapdun haben wir befreit, Montera haben wir befreit, Treles. Geldern glaube ich noch nicht, aber Silden. Ich glaube Geldern fehlt uns noch und halt Braga. Dann hier Benzala, Bakaresh, Murasul und Ishtar. Ah ja, Faring haben wir auch noch nicht befreit. Gotha ist befreit. Und hier ist man ohnehin gegen die Orks. Da kann man nichts befreien. So, daher, ich würde noch mal kurz nach Braga gehen. Ich will wissen, Haben wir Braga befreit? Weil ich es nicht mehr weiß, weil es wirklich viel zu lange her ist bei mir. Waren wir das? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich glaube schon, dass wir das waren. So, gleich haben wir keine Ausdauer mehr. Wieso sieht es hier in der Wüste jetzt gerade farblich so kalt aus? Ah.
Die Ruckler, die habe ich vermisst. Und jetzt wird's wieder warm. Die Ruckler habe ich vermisst. Stimmt. Wegen der Pala-Rüstung, also Paladin-Rüstung. Wegen der hatten wir mal ausprobiert, wie stark wir jetzt hier gegen die ganzen Viecher ankommen. So, und wie sieht's hier aus? Ist es hier befreit? Jetzt haben wir... wirst du sterben! So, der ist hier irgendwo durchgeflogen. Ne, da ist er. Ich schicke dich zu Merian. Da! Es gibt einen Kampf. Bleib stehen, du Hund. Da! Jo, die töten mir jetzt Diego. So, ich halte zumindest mit der Rüstung einiges mehr aus. Das gescheitert und abgebrochen, nice. Jo. Da ist jemand mit Magie. Einen Moment. Heilfrank. Da ist jemand mit Magie. So, Heiltrank. Behalt die Waffe bei. Behalt die Waffe bei. So. Bleib stehen, du Hund. Da. So. Ich will jetzt hier nicht auch noch Diego verlieren, ja? So, komm. So, jetzt eben ganz schnell drinne gucken. Wo ist der Magier? Oh, was? Es gibt einen Kampf. Befreiung von Braga? Hey, nein, nicht die! Bleib stehen! Hier! Den da, wo ist der hin? Scheiß Feigling. Will der mich verarschen? Hier geblieben. Der will mich doch echt verarschen. Läuft er so viel? Jetzt habe ich ihn. So. Alles von ihm gehört jetzt mir. Dann haben wir jetzt Braga doch befreit und Diego lebt noch.
dann haben wir das wenigstens hingekriegt. Innerhalb der ersten 10 Minuten einfach mal Raga befreit. So. Oh, Gift. Warum haben die immer so viel Gift? So, Assassinenmesser. So, hier auch nochmal alles mitnehmen. Kopfgeldjagd ist leider halt gescheitert, aber... So, wo ist denn die gute Dame jetzt hin? Die ich aus Versehen getroffen hatte? Da. Für wen tanzt sie noch? Ayla? So, hier nehmen wir auch jetzt alles mit. Hier ist ja jetzt niemand da. Nein, nicht zum Dings. Hier steht nichts Neues. Okay, hier steht nichts Neues. Hier gibt's nichts zum Klauen. So. Nicht zum Wasserfass. Ich wollte hier die Dinger hier. So, Diego. Er hat hier zwei erledigt. Okay. Der hat hier nichts zu sagen. Okay. Finde ich schade. Finde ich wirklich schade, dass der hier unmöglich. Nicht so... Unmöglich. Eine unmögliche Truhe. Habe ich Punkte zum Lernen? Ich habe 22 Lernpunkte. Müsste ich doch jetzt eigentlich... Wofür hatte ich vorgehabt, die auszugeben? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier noch? Orktöter? Großwildjäger? Hier Waffen aus reinem Erz schmieden? Das wollten wir noch irgendwie machen. Also das hier komplettieren. Hier, was haben wir? Hier Meucheln, Meisterdieb. Ich glaube, das hätten wir eigentlich bei den Assassinen lernen können, ne? So, Diego, kannst du mir was bringen? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Komm, wir machen das. Dazu bist du noch nicht bereit. 3 Diebespunkte. Und was ist damit? Dazu bist du noch nicht bereit. Oder damit? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, unmögliche Schlösser knacken könnten wir noch machen. Gut. So. Bring mir bei, unmögliche Schlösser zu knacken. Diese Schlösser sind doppelt und dreifach gesichert. Du musst dich ganz vorsichtig mit dem Dietrich an die richtige Stelle des Schlosses tasten. Dann kannst du mit einem schnellen Ruck das Schloss öffnen. Aber pass auf. Es hört sich leichter an, als es ist. Okay, 11 Punkte haben wir noch. So, Jagd. Bring mir was über die Jagd bei. Großwildjäger. Dazu bist du noch nicht bereit. 24 Jagdgeschickpunkte fehlen mir. Ja, komm, wir investieren da noch ein bisschen was rein. Gut so. Nur weiter so. Gut. Ein Moment, ich bin sofort wieder da. Bei mir hat's geklingelt. So, und da bin ich wieder. Ja, genau, was wollte ich jetzt machen? Ich habe jetzt ein bisschen in Jagdgeschick auch noch investiert und genau, wir haben unmögliche Schlösser gerade gemacht. Hier ist noch eine Truhe. Ich plündere die jetzt alle aus. War aber auch für mich jetzt ein bisschen überraschend, dass die jetzt sofort alle angreifen. War das in den anderen Städten auch so, weil wir einen hier... befreit hatten und die dann sofort so aggressiv waren. So,
So, die unmögliche Truhe haben wir jetzt. Das Ding ist leer. Hier ist sonst nichts. So, dann die Hütte hier. Hier ist noch eine Truhe. Und hier nochmal eine. So, dann können wir gleich auch nochmal zu den Nomaden hingehen. Oder? Nee, warte, hier am Eingang. Da sind ja auch noch welche, die kaputt gehauen gehören. So. Hä? Da liegen Waffen rum. Sind die schon tot? Wo sind die hin? Ich wollte die noch looten. Haben die hier noch Truhen? Ja, toll. Egal, dann suchen wir mal die netten Nomaden. Und dann die nächste Stadt, würde ich sagen, oder? Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? Ja, knapp 20.000 Punkte. Kriegen wir wohl hin, oder? Vor allem, weil hier gibt es ja auch noch jede Menge Viecher. So, da haben wir noch einen. Hallo. Ich finde schön, dass die eigentlich mir gar nichts mehr können. Wir können die den Arena-Kampf da gar nicht mehr machen dann, wenn die. So, die können gar keinen Schaden an mir machen. Immerhin. So. Alles einmal mitgenommen. Da ist noch jemand. Ey, du, hier. So, Snapperkraut. Na, willst du auch Stress? Mein Kleiner. Da haben wir noch einen. So. So, dann müsste eigentlich der Weg für die frei sein. War das der Weg zu denen oder war es hier? Wo war der, dessen Höhle? Ich glaube, da war das irgendwo. Ich höre da wieder Viecher. War aber dessen Höhle jetzt wirklich hier oben, wo die Nomaden sich versteckt haben? Ah, jetzt komme ich hier nicht mal hoch.
So, hier haben wir noch ein paar Kräuter. Felsnesseln. Haben wir noch irgendwas Permanentes? Adanos Robe, Adanos Krone, Adanos Amulett, Adanos Ring. So, was haben wir? Gift hätten wir hier, Schnapsbeere. Ausdauer plus 8, Lebensenergie 5%. Wir haben jetzt nichts Permanentes hier, schade. Da habe ich was gesehen. Heilwurzel. Ja, komm. Geh darum. Wo war dessen Höhle nochmal? Also hier ist es schon ein bisschen schwierig für mich, sage ich mal so, die Nomaden zu finden, weil die sind hier richtig gut versteckt, meiner Meinung nach. Ich glaube, hier bin ich sogar schon zu weit. Ich glaube, die waren doch dann da unten irgendwo. So, Ausdauertrank. Oh. Nomade oder Assassine? Nomaden? Aber sind das Räuber? Vielleicht sollte ich einmal speichern. Weil ich jetzt nicht weiß, wie gefährlich die sind. Dir werde ich zeigen! Räuber, okay. So, bleib liegen. So, ich verstehe nicht, was von denen eigentlich das Problem ist, von den Räubern hier. Die sind ja weder auf der Seite der Nomaden noch auf der Seite von den Assassinen. Und greifen eigentlich gefühlt jeden an. So, wo ist denn jetzt eigentlich die Höhle? Ich muss die Höhle wiederfinden. War sie hier? Nee. Irgendwo bin ich hier jetzt falsch. Oder war die weiter unten? Kann es sein, dass ich hier vielleicht irgendwo war? Hier haben wir eine Höhle. Das ist die falsche Höhle. Hä? Wo?
Wo waren die? Das ist noch zu nah an Braga. Die andere Nomadenhöhle, die war weiter weg. Hier gibt's noch mal ein bisschen Kräuter. Ich fühle mich gerade echt doof, dass ich die nicht mehr wiederfinde. So, nochmal so ein Ausdauertrank. Na, aber ernsthaft, wie weit weg waren die? Wo waren denn die Nomaden jetzt hin? Ich frage mich jetzt schon gerade einiges, wo laufe ich hier falsch? Also ich bin definitiv irgendwo falsch. Das ist aber auch schon, glaube ich, zu weit weg, der Weg, wo ich jetzt bin. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht da ist, bei diesen Palmen und so weiter irgendwo. Und nicht noch weiter. Ansonsten ist es einfach viel zu weit weg. So, Morgentau. Das ist noch eine Heilwurzel, noch ein Morgentau, da ist noch ein Snapperkraut. Eine Eisenhalm, Entschuldigung. Königsdistel. Ein Ogerblatt. Ich höre hier was knistern. Hier ist ein Lagerfeuer. Wahrscheinlich von den Räubern, die ich gerade gekillt habe. So, hier ist ein Snapperkraut. Aber bis jetzt kein Schimmer, wo ich sonst hin muss. Wo ich die jetzt finde. Ich glaube, ich habe mich hier auch einfach verlaufen. Mann, wo sind die denn? Oder gab es hier gleich rechts rum? Wenn wir da unten wieder unten sind, rechts rum noch eine Höhle. Vielleicht war es da irgendwo. Und so noch ein Energy eben. War es hier bei denen? Da! Ah! Ich glaube, das war irgendwo bei denen hier. Bei den dunklen Snappern irgendwo. Ah! Warum hatte der eine jetzt so viel Fleisch? Der hatte alles doppelt.
Da beschwere ich mich jetzt zwar nicht, aber trotzdem nicht hinterfragt hat. Hier muss das gewesen sein, genau. Irgendwo hier. So, hier sind noch mehr Punkte. Da kann eh gerade keinen Schaden machen. Das ist aber auch wieder schön, dass die dann keinen Schaden machen können. Hätte ich jetzt die Paladin-Rüstung nicht. Ich wäre jetzt, glaube ich, dreimal gestorben oder so. Mindestens. So. Ich mache hier auf jeden Fall frei alles. Da sind noch ein paar Blutfliegen. Einige. So. Auf jeden Fall erstmal frei machen, damit die Nomaden hier durch können, ohne getötet zu werden. Dann da oben waren die, glaube ich. Hier, mein Kleiner. Schon mal Eisen gegessen? So. Gibt's hier noch mehr? Ja, da haben wir noch einen. So. Ah, hier. Hi, mein Kleiner. So, du bist auch. So. Ich frage mich, wie viel Geld wir dann eigentlich jetzt kriegen dafür. Wir sind schon bei 163.000, aber... Wie viel Geld werden wir jetzt für den ganzen Scheiß nochmal kriegen? So, da haben wir die Höhle. So, und da ist die andere Blutfliege. Hier dürfte... Doch, da ist noch jemand. Noch zwei, drei, vier... Und die haben wir auch noch mal alle. So, und hier noch mal ein. So, noch mal speichern. Ja, da sind sie. Ich sehe die schon. Hi. Oh, Dämonenpilze haben die wieder. So, Azaru. Wir haben gesiegt! Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Was kann er beibringen? Mit zwei Waffen lernen, okay. So, Nomade. Ich dachte, die gehen jetzt rüber.
Marus? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat der hier, was wir vielleicht gebrauchen könnten? Die Pfeile höchstens, aber Katana haben wir 1, Assassinenschwerter haben wir 14. Dann Assassinenmesser. Noch ein Assassinenmesser. Kompositbogen. Assassinenbogen. Jagdbogen. Die Bluternte behalten wir. Die Speere können weg. Holzfällerabt brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Nochmal zwei Ringe und noch ein Ring. Hier hätten wir Telekinese brauchen wir nicht. Eislanze brauchen wir nicht. Schlaf brauchen wir nicht. Haben wir dreimal sogar. Schlösser öffnen. Nee. Vergessen. Nee. Nebel. Nee. Heilung behalten wir. Flammenschwert. Flammenwelle. Weg. Dann hier behalten wir erstmal alles. Hier. Komm, das kann weg. Dunkles Snapperleder kann weg. Goldbrocken behalten wir. Eisenerz behalten wir. Normale. 95 haben wir noch vom magischen Erz schon mittlerweile hier. Okay. So, Flächen behalten wir. Gold behalten wir. Goldpokal weg. Den behalten wir, damit wir kochen können. Die können weg. Pfanne behalten wir. Rohstahl, Schaufeln, Schmiedehammer, schwarzen Rohbar brauchen wir nicht. Silberpokal, nee. Varanleder, Varanzunge, Zähne. So, Goldausgleich, okay. Geht schon. Wir sind jetzt wieder bei 174.000. Da liegt ein Schwert einfach so rum. Was ist das denn für ein Schwert? Normales Schwert. Bevor ich den nehme, So, kann ich hier eben noch was machen? Das hier könnte ich zweimal machen. Okay, jetzt habe ich keine Fläschchen mehr. Gehen die irgendwann rüber nach Braga? Ich würde gern sehen, dass die in Braga sind. Statt hier. Ich muss mich aber auch entschuldigen, ich habe gar keinen Plan mehr, was ich eigentlich vor ein paar Wochen noch für einen Plan hatte. Zumindest was das hier angeht, hatte ich alles total vergessen mittlerweile. Okay, das habe ich überlebt. Habe ich dafür überhaupt Schaden bekommen? Ich gehe nochmal nach Braga. Ich gucke mal, vielleicht sind die jetzt schon da. Vielleicht mussten die irgendwie spawnen oder so. Irgendwie, keine Ahnung. So, nochmal ein Energy. Anga, was machst du hier? Das war's für dich, Mistfee. Anga, was machst du hier? Wurde er vertrieben oder wie jetzt?
Müsste er nicht in Bakarisch sein? Ich glaube, er war in Bakarisch. Boah, mir juckt die Nase. Tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit meine Nase am Knatzen bin. So. Jeder von denen gibt Punkte, also. Und wenn die selber keinen Schaden machen, ausnutzen, ne? So, einmal so drehen. Und hier noch mal irgendwie hoch. Komm, mein Kleiner. Achso, hier ist noch einer. So, was haben wir hier drinne? Mal gucken. Noch ein Ring und noch ein Pokal. So, ich wollte eigentlich nach Braga und ich hau hier einfach mal die ganzen Viecher weg. Das ist schon mal gut. So, Kaktusblüte. Müssten aber die Nomaden jetzt nicht wirklich hier chillen? Also ich meine, die, klar, die Nomaden, normalen Nomaden, ja, aber das hier, ja, warum nicht? Aber ich meine jetzt die mit Namen, Aila. Diego ist noch hier. Das gibt doch nur wieder Ärger. Sonst? Wo sind die Sklaven hin? Aida chillt da jetzt. Der letzte Scheiß. Okay, dann haben wir jetzt auch Braga befreit. Dann ist Bensala, Bakaresh, Morasul. Und dann als Finale Ishtar dran, würde ich sagen. Dann haben wir hier die Reihe schon mal. Dann muss das so noch. Wohl Morasul, weiß ich nicht, ob wir das befreit haben. Aber Ishtar würde ich gerne als Finale machen, weil da ist ja, also für Varant das Finale. Weil das ist ja der Hauptsitz der Assassinen. Und wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Jetzt noch knapp 15.000. So, apropos, ich muss mal kurz gucken. Wegen aller Aufgaben finde Xardas, müsste da doch irgendwie was, die hatten, und jetzt wird Xardas uns nur noch mehr von denen aufhalten. Du musst nach Redo gehen. Ne, ich will hier unten. Mir wurde gesagt gehabt, ich habe eventuell sogar schon eigentlich, das erinnere ich mich jetzt erst dran, mit jemandem gesprochen, der mir sagen kann, wo Xardas ist. Das alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? So, Diego, Javier, nicht mehr als der andere auch. Er ist auch mit dem Orks im Bund, heißt das.
Wenn du etwas rausfinden willst, versuch's mal bei ihren Schamanen. Das Problem ist nur, sie dazu zu kriegen, dass sie sich überhaupt mit einem Menschen einlassen. So. Nee, Marek war das nicht, Uruk? Der Erstangriff auf Faring war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Morras ihre Runenmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Faring hat die Burg dann, in ein Schlachthaus verwandelt. Die viel größere Frage ist, warum der Träger der Macht Belias dich interessiert. Ich kenne ihn. Das behaupten viele, doch nur die wenigsten sahen ihn wirklich. Sag mir einfach, wo ich das finden kann. Wenn du ihn so gut kennst, dann solltest du wissen, wo er sich am liebsten aufhält. Da haben wir gesagt gehabt, so auf einem Turm oder in einem Turm. Im Verborgenen, fernab von allem Weltlichen, hat er seinen Turm errichtet. Daran wirst du deinen Fuß ohnehin niemals setzen, Mora. Im Verborgenen, fernab von allem Weltlichen, hat er seinen Turm errichtet. War das die Info? Er hat einen Turm errichtet an den eisigen Hängen des östlichen Gebirges. Also doch hier irgendwo. Weit im Osten, Nordmar. Kennt die Wirkung der Götter, trägt das Wissen vieler Leben in sich. Er ist erwählt von Belia, seine Macht. Xardas, ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Nordmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, Mora. Der Einzige, der mehr darüber zu wissen scheint, ist Xardas selbst. Der Turm im Norden, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Am besten sprichst du mit Hansen. Er kennt sich dort im Norden am besten aus. Wie schon gesagt, im Norden. Er jagt oft an einem Plateau zwischen den beiden großen Bergen. Ganz in der Nähe des Hammerclans. Vermutlich wieder nach Nordmar, dorthin, wo er hergekommen ist. Xardas nie gehört. Frag beim Wolfsclan, sie kommen im ganzen Land herum. Kommt er aus Nordmar? Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer soll das sein? Frag mal beim Wolfsclan. Die Jäger durchstreifen das ganze Land und bekommen eine Menge mit. So. Der Typ ist plötzlich hier aufgetaucht, hatte so eine schwarze Robe an. Ja, seine Augen. Er war blind und schien trotzdem zu sehen. Ich bin froh, dass er wieder weg ist und dass er uns die Dinger dagelassen hat. Heißt er so? Kann sein. Rede mal mit Grimm. Er hat mit ihm gesprochen. Du findest ihn oben in seiner Hütte. Es ist die große Gans oben im Dorf. Gunnar Xardas? Das war ein Spektakel. Er tauchte eines Abends hier auf aus dem Nichts. Er blieb die ganze Nacht. Er verhandelte mit Grimm, unserem Anführer. Am nächsten Morgen war er verschwunden. Dafür waren diese beiden großen Kerle hier. Er ist nicht mehr hier. Wir haben einen Handel mit ihm geschlossen. Er bekommt unser Erz. Dafür half er uns, das Dorf zu verteidigen. Er hat die Golems beschworen. Er ist nach Norden gegangen. Hansen, unser Jäger, hat ihn begleitet. Wo finde ich Hansen? Er ist auf der Jagd am Hirschfelsen. Ein Plateau nordöstlich von hier. Er hat dort eine kleine Jagdhütte. Okay, wo haben wir mit Hansen schon gesprochen? Nein, und wenn ich es wüsste, würde ich ihn töten. Er hat Innos verraten. Also ist Xardas Turm doch irgendwo hier. Und wir haben doch nicht mit Hansson gesprochen gehabt. Ich wusste jetzt nicht, wer das war. Mir wurde schon von Hel, von Freddy, von Brom und ein paar anderen schon gesagt, ich habe bestimmt schon mit dem gesprochen, der mir sagen kann, wo Xardas ist, wo ich ihn finde. Ich habe noch nicht mit dem gesprochen. Ich habe Hansson noch nicht gefunden. Also, ich gehe mal von aus, dass er gemeint wird. Der Hansson. Oder Hansen. Den habe ich noch nicht gefunden, wenn der gemeint ist. Aber ich kann schon zumindest einschätzen, wo Xardas ist. Und das ist das Wichtigste, dass ich dann zumindest weiß, wo er steckt. Dass ich den dann... Oder zumindest ungefähr weiß. Also da, wo wir auch vor einigen Folgen, das ist auch schon für mich ein paar Wochen her, ich glaube ja auch schon eigentlich, müsste das schon ein paar Wochen her sein, wo ich da
nach Osten durchgerannt bin. Da hätten wir den eigentlich auch schon finden können. Wenn er da war, wo ich jetzt denke, wo der sein sollte. Na, meine kleinen Freunde? Kommt alle her! So. Jetzt treffe ich die gar nicht mehr, oder was? Wenigstens können die keinen Schaden machen. So, will der mich jetzt verarschen? So, alles mitnehmen. Hier gibt's noch ein paar. So, und der hier. Und da haben wir wieder Lago. Lago müsste ja befreit sein. Da sehe ich wieder was. Königsdistel. Gleich 3 Stück. Hier ist ja gar keiner. Kein Nomade, also Assassinen, klar, dass die nicht sein können. Nicht mehr. Aber gar keine Nomaden. So, Reis nehmen wir mit. Finde ich schon interessant, dass hier jetzt niemand mehr ist. Außer er da, aber... Ein Rasul, der macht aber auch nur... Zeig mir deine Ware. Halt seine Arbeit weiter. So, das darf er haben, das. Wir haben wieder ein Fläschchen. Hier, Trank der Jagd. Jagdgeschick. Die benutzen wir gleich mal. 72 Wasser haben wir. Aber Trank der Jagd, die benutzen wir gleich. So, das kann weg. Ja, passt. So, Trank der Jagd, hier. So, 165 Ausdauer haben, Jagdgeschick haben wir jetzt, meine ich. Finde ich schon gut, finde ich schon nice. So, ich lege mich hier jetzt aber mal pennen, es wird dunkel. Bis zum nächsten Morgen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg nach Benzala. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!